Nee, es gibt keine Zweifel, bla bla bla. Dunkel und schmutzig, eng und fischig. Als wäre man im Bauch eines riesigen Walfisches oder so, wie ein Abenteuer. Wohl eher oder so. Nee, wohl eher wie als wäre man in Pinocchio. In Pinocchio? In dem Märchen Pinocchio. Ach so, ja. Ja, das eben. Das, das hat mich auch dann an Pinocchio erinnert, aber noch an was anderes. Nein! 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 Nein, hat's nicht. Okay. Aber eng wir und fischig Jugend, ist schon... Wir wollen jugendfreundlich bleiben. Aber das ist so eine gute Vorlage. Nein. Sie hält mir übrigens gerade eine Waffe ans Genick. Ja. Wehe, du drehst deinen Kopf, da drück ich ab. Okay. Tolles Abenteuer. Rex, Rex, wenn du da drin bist, komm auf der Stelle raus. Aus diesem engen, dunklen, fischigen... netter Versuch, Nadelstreifen, aber so einfach wird das wohl nicht. Jugendfreundlich, der Witz des Monats, genau, bei uns hier. Sind wir jetzt so ran, verprügeln herzlos in einem Ball? Genau. Vielleicht hat er den Liegenfahrwagen bereits verlassen und sich aus dem Staub gemacht. Endlich. Kliff, kliff, kliff. So redet doch kein Hund. Oh, was soll das denn? So redet doch kein Hund. Außer ich würde jetzt sagen, kleff, kleff, kleff. Da bellt ein Hund, oder? Verstehst du, was er sagt, Churl? Nein, ich spreche kein Hundisch. Ich war zu überrascht. Ich habe nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Findest du das überraschend, wenn ein Hund was sagt? Ja, sehr. Wirklich? Obwohl du so riesige Ohren hast? Aber Churl, warum hast du dann so riesige Ohren? Damit ich besser mein Gesicht bedecken kann. Oh, das ist ja voll niedlich, wenn er so... Ganz recht, obwohl ich so riesige Hundeohren habe. Oh, kennst du so diese Hundeöhrchen, die man sich auf den Kopf stellen kann und je nach Gemütslage bewegen die sich sogar? Ja, ich bin so niedlich. Tja, wenn du es nicht gehört hast, kann man wohl nichts machen. Auweia, da ist ein böses Wort mit drin, also zeigen wir es an. Ja. Vielleicht tut sich da drüben ja etwas. Ja, könnte sein. Sehen wir uns das mal an. Ich würde sagen... Weiter. Ja. Achso, oh, ich habe versehentlich nochmal den... Oh, ich habe gerade gedacht, hey, warum hast du... Ich habe mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber na, ich vor allem, weil ich nichts hatte und dann habe ich gedacht, hey, du und ich nicht. Oh, wir kennen uns schon, nicht wahr? Oder doch nicht? Nein, wohl doch. Aber vielleicht... Oh, Kingdom Hearts ist voll toll. Oh, da gibt's ja bald einen dritten Teil, oder gibt's den schon? Nein, noch nicht, aber ja, es gibt den bald. Oh, ich hoffe ja auf den vierten Teil. Oh, es ist schon toll, dass der überhaupt kommt. Ja, aber die sollen gefälligst auch einen vierten Teil machen. Ja, aber die sollen allein schon erstmal mit dem wir jetzt fertig werden. Ja. Obwohl, vielleicht sollten sie doch keinen vierten Teil machen, sondern ihn einfach überspringen. Also einfach nach Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 5 bringen. Ja. Nee, besser ist vielleicht. Ja, ich freue mich schon. Ich liebe Kingdom Hearts. Mhm. Ich liebe ja wirklich Disney. Und es ist so eine... Wo man dann in der Welt von Disney-Charakteren so kämpft und sowas. Ich finde das voll geil. Oh, weißt du, was mir noch so einfällt, was ich machen könnte mit meiner... Mit der Kamera? Ja, eventuell... Vielleicht flimmert es nicht mehr gleich für euch. Was? Flimmer-Dings? Oh! Okay. Hoch.
Aber ich möchte meinen, da ist die Schärfe hochgestellt. Aber wo ist das? Wo kann man das einstellen vor allem? Das ist voll scharf gestellt. Wieso? Moment, vielleicht kann ich da was einstellen. In der Zeit kann ich ja mal kurz verschwinden. Nicht dafür. Ja, das dachte ich mir. Ich muss mal ganz kurz in die Küche. Was, in die Küche? Ja. Wieso das? Weil ich ein Glas Wasser nicht. Ach du, bringst du mir eins mit? Na klar. Das ist lieb. Oder kann ich mir auch ein Glas Milch nehmen? Ja, nee, habe ich leider nicht da. Ach so, ich habe gedacht, du hast immer Milch da, deswegen. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Okay, anscheinend ist das voll scharf eingestellt und dann muss ich mich mal irgendwann mit befassen, wenn ich fertig bin mit der Aufnahme. Das ist echt schlimm. Wie das so wackelt. Also bloß nicht, jetzt wo ich euch das gesagt habe, bloß nicht zu sehr auf die Webcam gucken, sonst fällt euch das gerade noch auf. Oh, ja. Ich muss mal gerade mein... ja, also ich muss mal meinen Hals frei machen, um jetzt einen Witz mit eng und fischig machen zu können. Ah, dunkel und schmutzig, eng und fischig. So wie Emmy damals. So, das war's. Warum habe ich das nicht vorher schon gebracht? Das hätte ich eigentlich machen können. Okay. Ja, stimmt schon. Wir haben uns am letzten Tag des Uferfests kennengelernt. Das Uferfest? Jetzt muss ich es erwähnen. Es gab da vermutlich ein Fest mit diesem Namen, ja. Muss ich noch ganz kurz zurück. Der Kater. Ja, Wasser, feucht und fischig. Vor allem fischig. Ja. Was musst du machen? Ich muss zum Kater. Du musst zum Kater. Du hast was für ihn? Ja. Du bist übrigens gerade durchs Bild gelaufen. Ganz kurz noch. Man hat ja nicht mein Gesicht gesehen. Ja. Genau, man hat nicht dein Gesicht gesehen, das reicht auch völlig. Das... Hey! So, ich mach dann mal weiter. Ist sie... Nee, sie ist noch draußen, okay. Auf jeden Fall ganz das Oberfisch! Meine Güte, ob wir aus diesem Burschen wohl etwas Brauchbares herausbekommen? Ja, stimmt, wir haben kein Orba. Das ist schlimm. Ich mach dich jetzt einfach mal... Oh, das werden wir. Keine Angst. Ich kann mich kaum noch erinnern, was es gestern zum Abendessen gab. Und um meinen Geisteszustand macht ihr euch doch auch keine Sorgen. Moment mal, habe ich gestern überhaupt zu Abend gegessen? Natürlich hast du zum Abend gegessen, als ob es daran Zweifel geben würde. Also, was machen Sie hier unten am Fluss? Ein wenig angeln oder suchen Sie einfach nur Gesellschaft? So wie ich. So wie Emmy damals. Eigentlich suchen wir nach einer vermissten Katze. Sie haben hier in letzter Zeit nicht zufällig einen weißen Kater gesehen. Wie lange soll der Stream laufen? 500 Meter, ich habe keine Ahnung, also so lange, bis wir nicht mehr weitermachen können oder wollen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, also das ist immer so. Wir sind hier kein geplantes Fernsehprogramm oder sowas, also dementsprechend, mimmel, mimmel, bla bla bla. Weißer Kater, dreimal. Ja, natürlich habe ich das. Also, keinen weißen Kater gesehen. Wirklich? Hurra! Endlich haben wir Rex gefunden. Also, hoffentlich. Schaut gleich da drüben. Oh, Moment, wo ist er denn hin? Sie meinen doch nicht... Das ist eigentlich ein Hund, Mr. Fischer.
Jetzt, wo Sie es erwähnen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich eine Katze gesehen habe. Vielleicht war es auch ein gestreifter Fisch oder ein Hund. Piep. Moment, ich muss mal die Sicht auf dich versperren. Sonst könnte man dich ja noch sehen. Und rausfinden, dass du eine gesuchte Verbrecherin bist. Nein, Quatsch, bist du ja nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich werde gesucht. Für Nutella-Glas. Für Nutella-Glas-Missbrauch. Ja. Für Nutella-Glas-Leerfuttern. Wo ist mein Stylus? Wo, hier ist schon mal was anderes. Wo ist dein Stylus? Keine Ahnung, wo hast du denn hingelegt? Ach, hier. Er ist auf dem 3DS gewesen. Okay. Exit oder Gentleman. Mhm. Immer. Also der hat übrigens nur etwas gesehen, aber weiß nicht, was es war. Okay. Bla 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 bla. Moment mal, Abend gegessen? Okay, so, tja, offenbar okay. Tja. Vorsicht. Weiter. Ich weiß schon, ich mach dann, wenn ich sehe, dass sie redet. Okay. Ah. Okay, so. Ach so, ja, du hast kannst es noch gesagt? Lesen. Du kannst es noch vorlesen. Tja, offenbar sind wir Rex nach wie vor keinen Schritt näher. Achso, wahrscheinlich war es der Straßenköter da drüben, den wir vorhin bellen gehört haben. Vagabunden sind mehr dein Thema, Shell. Ich meine natürlich Streuner. Ja, schon verstanden. Überlass den Kläffer mir. Ich find raus, was ihn so zum Durchflippen bringt. Wahrscheinlich eine Katze. Oh, Schnaubert! Ja, warte. Erstmal. Oh, wollen wir vielleicht suchen. Irgendwie... Ja. In der Laterne, ganz rechts. Okay. Das nicht. Natürlich in diesem komischen Kuppelturm da hinten. Mhm. Und in der in dem ganz rechten Schornstein auf der linken Seite. Also von diesen Vieren auf der linken Seite. Ach so, da, okay. Wenn man nach London kommt, bla 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 bla, darf man die bekannte London Bridge nicht vergessen. Mir macht es Spaß, die London Bridge zu überqueren, aber ihr Anblick ist auch ein echter Genuss. Wer hat denn Spaß daran, über eine Brücke zu laufen? Also, ich schon. Echt? Du läufst gerne über Brücken? Ich laufe gerne über die eine hier in Berlin und in Amsterdam. Über welche? Weil ich finde das... Also vor allem in Amsterdam sehr schön und ich weiß, es ist sehr kitschig. Es ist unfassbar kitschig, aber ich finde es immer toll. Bei dem einen Park im Treptow, da sind auf einer Brücke immer ganz viele Schlösser mit halt Namen und so. Und ich finde das süß und lese mir gerne die Namen durch und die kleinen Sprüche, und da sind viele auch aus meinem Jahrgang, die da Schlüssel gemacht haben. Oh. Und so, ich fand das... Ich mag das. Also ich finde das nicht kitschig. Okay. Ich find, weißt du, was kitschig ist? Nein. Nein! Nein, keine Sorge. Nein, das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Nein, ich fand das ja auch sehr lieb. Nicht so, ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Das war voll meins schön. Meins ist endlich angekommen. Ja. Ah, Mist, jetzt habe ich Max Mama, Mark Magma nicht an. Nee, es hängt aber über dein... Es hängt hier drüber. Ja. Soll ich mal schnell? Nein. Nein, das ist ja in der Aufnahme. Genau. So, okay, Brise vom... Schnurrbert. 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 Schneebert. He, he, he. Nur damit das klar ist, ich bin jedem Rätsel gewachsen. Jedem. Wenn ich ein Rätsel für Sie lösen soll, können Sie es doch auch einfach sagen und mich um Hilfe bitten. He, he, he. Ob ich unbedingt will, dass es jemand Fremdes für mich löst, nie im Leben. Aber falls da Interesse besteht, dann nur zu, nur nicht schüchtern sein.